hier ist das Remscheider Fernsehen, Tele DMW. Wocheninfo. Herzlich willkommen zur 53. Ausgabe der Wocheninfo des Remscheider Fernsehens Tele DMW. Mein Name ist Michael Westkamp und ich habe für Sie die Sensationsmeldungen der vergangenen Woche bis zum 10. Oktober 2010. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Freitag, dem 8. Oktober 2010, in der Wohnung eines älteren Ehepaars an der Hohenbürger Straße ein Röhrenfernseher in Brand. Hausbewohner, die den Brandgeruch bemerkten, kamen sofort zur Hilfe. Sie konnten durch den Einsatz von Feuerlöschern und Gartenschlauch sowie dem Herausziehen des noch brennenden Fernsehers Schlimmeres verhindern. Die beiden 86-jährigen Bewohner mussten mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Wohnzimmer wurde durch das Feuer stark beschädigt. Am Freitag, dem 8. Oktober 2010, hebelten Unbekannte eine Balkontüre an der Otto-Hahn-Straße auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. War für sie nichts Interessantes dabei. Am Samstag, dem 9. Oktober 2010, stiegen Einbrecher in eine Wohnung an der Albert-Schmidt-Allee ein. Hier hatten es die Langfinger auf Schmuck abgesehen. In Lennep war vom 8. Oktober bis 10. Oktober 2010 Oktoberfest auf dem Schützenplatz. Das Festzelt war randvoll mit tanzenden Gästen. Am ersten Tag war erst um 23 Uhr Einlass und um 1 Uhr Feierabend. Trotzdem sollte man 10 Euro Eintritt zahlen, so berichtete uns ein Zeltbesucher. Die Ronsdorfer Straße ist natürlich das Nadelöhr in Person. Hier ist immer noch Rohrverlegung und wir haben hier eine Baustelle, in der Sie nur Einbahnstraßen vorfinden. Und hier ist noch der Programmhinweis. Im Anschluss dieser Nachrichten gibt es einen Jahresrückblick auf ein Jahr Remscheider Fernsehen Tele DMW. Sendestart war der 11. Oktober 2009. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Seien Sie auch nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt Remscheider Fernsehen Tele DMW. Hier ist das Remscheider Fernsehen, Tele DMW. Das Remscheider Fernsehen berichtet von Orten, wo Sie normalerweise nicht hingelangen können. Zum Beispiel wurde damals der Remscheider Hauptbahnhof gebaut und das sieht dann so aus. Möchten Sie mal in den Rathaussaal? Da kommt auch nicht jeder hin. Und noch weniger in das Turmzimmer des Wahrzeichens von Remscheid. Hier oben in der Rathausstube sitzt hin und wieder die Oberbürgermeisterin und hat politische Debatten. Hier oben ist eine schöne Aussicht und das zweite Wahrzeichen von Remscheid, das ist natürlich schräg gegenüber der Wasserturm. Da kommen Sie auch nicht so einfach rein in die Röhre, die zum Kessel gelangt, oder? Das erleben Sie beim Remscheider Fernsehen. Auch die Taxizentrale hat uns alle mal interessiert. Wenn man ein Taxi ruft, wo geht überhaupt das Gespräch hin und wer spricht überhaupt mit Ihnen? Was hat die Person überhaupt auf dem Computer stehen und wie funktioniert die ganze Sache? Das Remscheider Fernsehen hat selbstverständlich auch für Sie die Taxizentrale auf den Kopf gestellt. Wo der Remscheider auch niemals hin darf, das ist die gefährliche Stelle am Stadtparkplatz, wenn das Feuerwerk abgeschossen wird. Wir haben uns natürlich mal erklären lassen, wie das Ganze funktioniert, denn das fanden wir auch sehr interessant.
Nach so einer heißen Geschichte brauchen wir natürlich etwas Abkühlung. Und da gehen uns die verrücktesten Ideen natürlich nicht aus. Wir sind im Winter ins Freibad gegangen. Ins Freibad Eschbachtal. Das war natürlich geschlossen und wir mussten uns erstmal jemanden holen, der uns den Laden aufschließt. Und die verrückteste Idee ist halt, wir gehen schwimmen bei Eis und Schnee. Was natürlich ganz schön gefährlich war. Aber wir hatten da keine Angst, mal in den Eistümpel zu rutschen. Und das war sehr gefährlich. Oh. Unsere Kameras haben immer die Augen offen und beobachten alles, was nicht richtig ist. Da darf man nicht reinfahren, liebe Leute, denn da war damals eine Baustelle auf der Freiheitsstraße und man durfte nicht links abbiegen. Aber das Remscheider Fernsehen hat immer die Augen offen und ist, hey, da darf man nicht abbiegen und passt darauf auf, dass alles so seinen richtigen Lauf hat. Na, na, na. Die Polizei allerdings passt noch viel mehr auf und wir haben ihnen mal überall die Verstecke gezeigt, wo die Polizei sich hinstellt und abkassiert. Etwas lustiger ist die Polizei allerdings auf der Alleestraße. Wenn sie nämlich Wut auf Puppe mit Melone hat, dann fährt sie einfach platt. Einfach mal schlecht Auto fahren. Das findet sogar die Oberbürgermeisterin interessant. Und unser Nachrichtensprecher im Studio, der kriegt sich da überhaupt nicht mehr ein und lacht sich schief und scheel. Genauso lustig war es in Remscheid-Lennep beim Karneval. Da waren wir natürlich auch dabei und haben uns die Leute angeschaut, wie fröhlich sie feiern. Wir hatten Mikrofon und Kamera natürlich auf das große Geschehen gerichtet und natürlich auch auf das Drumherum. Im Studio an der Pyramide in Remscheid-Rheinzagen werden am Sonntagnachmittag die Nachrichten aufgezeichnet. Wenn man sich verspricht, hebt man die Hand und darf nochmal von vorne vorlesen. Eine Sensationsmeldung musste im Winter verlesen werden. Die Linienbusse fuhren nicht mehr. Und wir sind auf die Straße gegangen und haben uns den Straßenzustand mal so richtig unter die Lupe genommen. Sie sollten sich das Ganze auch anschauen und nach dem Film abstimmen, ob es berechtigt war, dass die Stadtwerke den Linienverkehr eingestellt hat. Der Räumdienst kam sehr gut voran, genauso wie die normalen Autofahrer auf der Straße. Sie rutschten noch nicht mal. Die Deutsche Bundesbahn dagegen hatte überhaupt keine Probleme. Sie fuhr pünktlich an jeden Bahnhof heran und erfreute die eingefrorenen, wartenden Fahrgäste. Der Winter war schon ganz schön hart. Und unser Kamerateam fand, dass es Sensationsaufnahmen wären und musste unbedingt durch sämtliche Straßen laufen und Bilder einfangen. Wie zum Beispiel hier in der Nordstraße. Wer da einmal parkte, der kam nicht mehr heraus. Angenehmer war es am Rathausplatz, wo im Winter dann auch meistens die Eislaufbahn aufgebaut wird. Und da haben wirklich die Leute richtig Spaß. Genauso wie am Skilift am Hohen Hagen. Und der Spaß wird da ein wenig selten sein, denn der ist die halbe Zeit zu. Das mussten wir natürlich mal dokumentieren, dass der Skilift die halbe Zeit nur zu hat. Und sensationelle Ampeln, die fanden wir allerdings in Leverkusen. Weiter geht es zum Krankenhaus, was gar nicht mehr existiert. Was ist aus dem Hackenberger Krankenhaus geworden? So hatte man sich gefragt. Es ist schon so lange zu und wir wollten einfach mal schauen, ob man da was wiedererkennen kann, wie zum Beispiel den Briefkasten, den man gelassen hatte. Doch der Kameramann rannte vor zur Tür. Und überprüfen mussten wir auch unbedingt, ob die Deutsche Bundesbahn wirklich die vorgeschriebenen 10 km/h einhielt auf der Münchner Brücke. Denn da ist nämlich aus Sicherheitsgründen 10 km/h damals angeordnet worden. Der traditionelle Ostermarkt auf der Alleestraße ist von uns zur Wassermeile von Remscheid erklärt worden. Denn hier bekam man überhaupt keinen Spaß und sah nur die Trödler einpacken. Ein bisschen mehr Spaß hatten wir auf der Remscheider Kirmes. Dort sind wir auf die Achterbahn gestiegen und
wollten mal mit ihnen ein Türchen drehen. Und da wird einem ganz schön unheimlich. Und sie brauchten nicht bezahlen. Wir mussten natürlich bezahlen. Und es ist doch toll, hinter dem Fernseher mal einfach so ein bisschen dabei zu sein und sich den Kick kostenlos zu holen. Natürlich mit dem Remscheider Fernsehen und so ein bisschen Kirmesbummel. Das macht doch schon mal Spaß. Dann gab es allerdings auch noch einen Bericht übers Remscheider Rauchermuseum, was am Rathaus ist, was viele noch nicht wussten. Dieser nette Herr sammelt Aschenbecher, Zigarettenschachteln und alles Mögliche. Dann hatten wir noch einen Bericht übers Remscheider Tierheim. Da durften Sie mit uns hinter die Kulissen gucken, in sämtliche Räume, wo sonst die Besucher nicht hin dürfen. Und die Hunde, die haben ein wenig Angst. Große Klappe, nichts dahinter. Die höchste Einschaltquote auf der Homepage haben wir erlangt, nachdem wir das Feuerwehrfest am Remscheider Hasten der Freiwilligen Feuerwehr besucht haben. Und die höchste Einschaltquote bei YouTube war der Film von der Hauptfeuerwehrwache Remscheid, die Tag der offenen Tür hatte. Und wir waren dabei und sind hoch hinaus mit der Leiter der Feuerwehr und haben uns das Ganze von oben betrachtet, damit der Zuschauer auch mal sehen kann, wie sich ein Feuerwehrmann da oben fühlt. Am WM-Fieber kamen wir natürlich nicht vorbei. Unser Studio wurde kurzerhand zu einem WM-Studio erklärt und wir waren mittendrin im Autokorso. Sie sollten erleben, was oben am Rathaus an der Hochstraße los war. Die Post ging ab. Die Leute konnten sich nicht mehr benehmen, nachdem Deutschland gewonnen hatte. Und es war sensationell, was für ein Verkehrschaos in Remscheid da produziert wurde. Wir produzierten allerdings auch die Nachrichten mitten im Tor manchmal. Der zweitbeliebteste Film von uns war der vom Public Viewing am Remscheider Rathaus. Wir waren mitten zwischen den Leuten und haben beobachtet, wenn kein Tor fiel, dann gingen die Köpfe nach links. Und wenn mal ein Tor fiel, dann gingen die Hände nach oben. Da war was los, da ging die Post ab. Das war unser zweitbeliebtester Film in unserer Wertung. Und Public Viewing haben wir natürlich auch gemacht, mitten auf der Alleestraße, einen ganzen Samstagnachmittag lang. Da konnten sie das Remscheider Fernsehen ohne Internet gucken. Und alte Leute haben sich besonders interessiert, haben wir festgestellt, können aber nicht zugucken, weil sie kein Internet haben. Etwas ruhiger ging es auf der Lenneperstraße vor sich nachts um drei, denn da wurde eine nagelneue Brücke rostfrei geliefert und es dauerte sehr, sehr lange, bis sie an der richtigen Stelle platziert war. Etwas rostiger ging unsere Rostgeschichte vor sich. Auf der Trasse des Werkzeugs bemängelt man Rost und nicht nur dort. Fast in ganz Remscheid wurde Rost aufgestellt, was natürlich nicht so schön war. Viel schöner ist aber der Minigolfplatz unten am Diepmannsbachtal. Wir haben alle Minigolfplätze von Remscheid vorgeführt. Wie gut konnte man denn dort Minigolf spielen? Sie wurden bewertet. Weiter ging es dann auf dem Jugendkulturfest in Remscheid. Dort gab es ein Theaterstück im Foyer der Stadtbücherei, was sehr nett gelungen war. Auch andere Sensationen von dem Jugendkulturfest haben wir Ihnen natürlich auch vorgeführt. Begeisterte Zuschauer haben uns geschrieben, dass wir uns immer der Zeit anpassen. Da mögen die auch vielleicht recht haben. Das Studio passt sich auf jeden Fall der Zeit immer an. Ob es Weihnachtszeit ist, ob es Fußballzeit ist, vielleicht gibt es auch Silvesterzeit. Oder wie wäre es mit der Osterzeit? Oder am lustigsten war immer noch die Karnevalszeit. Ich hoffe, Sie haben demnächst wieder Zeit, bei Ihrem Remscheider Fernsehen vorbeizuschauen. Jede Woche frisch, jede Woche neu und immer wieder lustig. Das sollte man nicht verpassen. Jeden Sonntag um 23 Uhr gibt es die neueste Ausgabe aus dem Studio an der Pyramide vom Remscheider Fernsehen Tele-DMW. Hier war das Remscheider Fernsehen Tele-DMW. Bis nächste Woche.